Tage 345 bis 49. Ich baute in der Mine weitere Rohstoffe ab, zwischendurch verlängerte ich weiter oben die Bahnstrecke. Am vorletzten Tag wurde ich von einem mir neuen Monster in der Mine überrascht. Ein grünlicher Schleimklotz sprang langsam durch die Gänge und versuchte mich wegzuschieben. Das war alles, was er machte. Es hinderte mich aber dennoch, Gestein zu schlagen. Er war leicht zu besiegen. Dabei benutzte ich mein neues Schwert, ein Diamantschwert, welches ich mir in der Nacht zuvor hergestellt hatte. Tage 350 bis 55. Ich baute weiter am Verwaltungsbau. Die Lorenbahn erreichte in einem provisorischen Bahnhof am Gebäude ihr vorläufiges Ende. Ich bin jetzt sozusagen Pendler. Morgens zur Arbeit hin mit dem Zug und abends wieder zurück. Das ist fast wieder heim. An einem Tag wurde der Bau von einem schwarzen Riesen inspiziert. Er klaute aber keinen Stein, sondern schaute sich nur um. Tag 356. In der Nacht erntete ich den Weizen ab. Ich sollte vielleicht die Fließrichtung des Wassers in den Bewässerungsgräben umdrehen, dann werden die Weizenbündel nach der Ernte zum zentralen Weg geschwemmt, was das Ernten leichter machen dürfte. Anschließend baute ich wieder Sand aus der Mine ab, nachdem ich den Schaden beseitigte, den ein schwarzer Riese angerichtet hatte. Vielleicht sollte ich so einige Dinge mehr mit Stein bauen. Sand und Erde sind ein gefundenes Fressen für den stehlenden schwarzen Monster. Tage 357 bis 59. Die drei folgenden Tage baute ich am Verwaltungsgebäude weiter. Ich weiß noch nicht, wie hoch der Bau werden wird, ob zwei oder drei Etagen. Auf jeden Fall wird er einen direkten Zugang zum Bahnhof erhalten. Tag 360. Jubiläum. Jahrestag. Ein Jahr bin ich jetzt hier auf der Welt. Ich beschloss, zur Feier des Tages etwas ganz Besonderes zu bauen. Eine Skulptur. Zwei schwarze Tore aus Obsidian, die die alte und neue Welt darstellen sollen. Ich begann mit etlichen Eimern Lava heranzuschaffen und sie aus einem angelegten Brunnen mit Wasser zu übergießen, um dieses herrliche schwarze Obsidian zu bekommen. Tag 361. Das Denkmal ist fertiggestellt. Die Tore strahlen eine zeitlose Eleganz aus. Der einzige Nachteil beim Obsidiangießen ist, dass man die Lava über große Strecken im Eimer herantragen muss. Ich hatte 7 Eimer in Benutzung. Das war akzeptabel.